Vielen herzlichen Dank. Machst du die erste Folie? Das wäre lieb. Oder muss ich was machen? Ja, das war die Einzigartigkeit Jesu. Ach, ich denke, guckt mal den Nachbarn an. Dann zur anderen Seite. Einzigartig, oder? Ha, jeder Mensch ist doch auch einzigartig. Also das ist ja diese Vielfalt. Das ist ja das Spannende. Und ich bin gern unterwegs, um Leute kennenzulernen, weil das Äußere ist ja das eine, aber was da so innen drin teilweise ist, boah, enorm. Macht einfach Freude, Leute kennenzulernen und Gott mehr und mehr kennenzulernen, diesen Jesus Christus immer mehr kennenzulernen. Nach 50 Jahren, die ich jetzt bei der Liebenzeller Mission bin und nach dem Theologiestudium, ich habe nicht aufgehört zu staunen über die Einzigartigkeit Jesu. Heute soll es darum gehen, dass wir uns eben die Frage stellen, wer war denn nun Jesus Christus? Gut, Wilhelm, du hast schon einiges gesagt. Die Geschichtsforscher, die Historiker hätten gern die Antwort. Aber ich glaube, die Antwort gibt es nicht, sondern die vielen Texte in der Bibel und dann das, was du persönlich auch mit ihm, dem Auferstandenen, erleben darfst, das wird dir seine Einzigartigkeit vor Augen halten. Ja, heute geht es um diesen Text aus Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 11, um diese Himmelfahrt. Du hast uns schon die Kurzform aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen. Himmelfahrt, da fängt es ja schon mal an. Und vielleicht können wir anfangen zu staunen. Aber der säkularisierte Mensch mit Himmelfahrt Jesu können viele überhaupt nichts anfangen. Nehmen wir es doch mal auseinander. Himmel. Wir Deutschen sind eigentlich schwach mit unserer Sprache. Im Englischen gibt es wenigstens zwei Ausdrücke für Himmel, nämlich Sky and Heaven. Sky ist das, was wir sehen. Und dann die Stratosphäre, die Hyposphäre und was für Sphären da alles noch kommt. Auf jeden Fall das, was wir sehen, das ist Sky für den Engländer. Und Heaven? Heaven ist diese Wirklichkeit Gottes, die wir aber nicht sehen mit unseren Augen. Diese Parallelwelt oder diese Matrix oder wie soll man sagen, das, was es eben ist, nämlich Gottes Gegenwart, für uns noch verborgen. Fahrt, er ist aufgefahren in den Himmel, sagen wir. Im Griechischen steht da wirklich aufgenommen in Gottes unsichtbare Welt. Und wisst ihr, das ist etwas Wunderbares. Er ist in diese unsichtbare Welt gegangen, die uns umgibt. Und ich bin jetzt 68 Jahre alt. Ich muss euch sagen, so 2-3 Mal in meinem Leben hat Gott so den Vorhang gelüftet und ich habe diese Welt mal erahnen können, diese unsichtbare. Ich weiß noch, ich war in Toronto, da in Kanada. Wir hatten da eine Tagung und ich habe mir natürlich dann auch noch ein Auto ausgeliehen. Bin in die Staaten rüber und habe einiges besichtigt, wenn man schon drüben ist. Aber ich wusste, an dem und dem Tag hatte ich ja mein Ticket, geht's wieder nach Hause und ich hatte im Kopf, ich hatte es auch unterschrieben, den Leihwagen muss man getankt unten beim Flughafen abgeben. Jetzt bin ich also hingefahren zum Flughafen und ich muss euch sagen, ich habe keine Tankstelle gesehen. Verrückt. Ich glaube, ich war mit Blindheit geschlagen. Keine Tankstelle. Ich bin schon schier verrückt geworden, aber dann bin ich weitergefahren und dachte, na irgendwann. Aber auf einmal fand ich mich wieder auf dem Highway Richtung Niagara-Fälle, also gerade entgegengesetzt. Kennt ihr das, wenn es innerlich vibriert? Ich habe nur sagen können, oh Gott, ich muss da zum Flughafen. Ich brauche vorher eine Tankstelle. Es geht ja nicht um mich, meine Frau wartet auf mich und deswegen, ich greife ein. Und während ich noch so betete, sah ich auf einmal eine Baustelle rechts am Highway, aber nur ein Bauarbeiter saß da. Ich dachte mir aber jetzt,
fährst du da mal hin. Nach der Baustelle, ich auf den Standstreifen, bin zu ihm hingelaufen und sah ihn, so einen stark pigmentierten afrikanischen Freund. In meinem schlechten Englisch habe ich versucht, ihm klarzumachen, dass ich da eine Tankstelle brauche und dass ich zum Flughafen muss. Und er in noch schlechterem Englisch, fand ich, hat dann irgendwas erwidert. Also jedenfalls, es war schon irre. Er hat gesagt, da und da und da und I don't understand and what now and was ich mir halt einfiel. Auf jeden Fall, er packte sich ein Herz, hat von den 3 Spuren, die es gab auf dem Highway, 2 angehalten und hat mir zu verstehen gegeben, ich soll wenden auf dem Highway. Dann ist er vor mir her auf der Standspur entgegengesetzt der Fahrtrichtung gelaufen, bis es irgendwann mal unten durchging. Auf jeden Fall, ich war so froh. Er erklärte mir nochmal, wie ich jetzt fahren soll. Aber ich muss euch sagen, ich habe gesagt, and now I cannot und naja, irgendwas. Ne? Und dann hat er gesagt, ist okay, er kommt mit. Ich habe gesagt, amazing und was mir alles so einfiel. Auf jeden Fall ist er mit mir von seiner Baustelle Richtung Toronto gefahren. Und dann, ich muss euch sagen, es gab auf einmal viele Tankstellen. Und er sagte mir sogar, welche die billigste war. Ich also dann zur Zapfsäule, habe dann getankt. Er saß auf dem Beifahrersitz. Ich rein zum Zahlen, komm wieder raus. Ist er weg? Ich wollte ihm doch noch Danke sagen, weil wer würde in Westeuropa seine Baustelle verlassen? Wer würde mitfahren und wer würde auf einmal verschwinden, wenn man ihn noch irgendwie, naja, auszahlen hätte ich vielleicht nicht können, aber ihm noch was hätte geben können. Mir fiel damals auf, bei Jesu Geburt auf dem Hirtenfeld heißt es im Evangelium, und alsbald war da die Menge der himmlischen Heerscharen. Da steht wirklich im Griechischen nicht, und da kamen die Engel, die dienstbaren Geister Gottes, sondern die waren da. Die waren auch vorher da, die waren auch nachher da, aber da wurden sie sichtbar. Und wenn ich so zurückdenke, sage ich mir, also das muss ein afrikanischer Engel gewesen sein. Denn das ist nicht zu erklären, dass einer seine Baustelle verlässt, dass einer auf einmal weg ist und wie ist er wieder zurückgekommen? Und ich kann nur staunen. Und deswegen, ich wünsche dir und mir heute Nachmittag, dass wir etwas erkennen von dieser unsichtbaren Wirklichkeit Gottes, die dich umgibt und du dadurch und ich ganz anders in die Zukunft gehen kann, in die nächste Woche gehen kann. Unser Text, Apostelgeschichte 1, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige, und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich Israels? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe,
Da stand bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Die Einzigartigkeit Jesu zeigt sich eben in diesen einzigartigen Begegnungen auch. Jesus Christus, 40 Tage nachdem er gestorben war, aber auferstanden war, begegnete er Menschen. Wir kennen die Berichte von der Bibel her. Zuerst die Frauen am Ostermorgen. Maria dachte, es wäre der Gärtner. Oder dann die Emmaus-Jünger. In der Resignation waren ihre Augen einfach blind für die Wirklichkeit Gottes. Denn Jesus, der Auferstandene, ging mit ihnen. Erst beim Brotbrechen merkten sie, boah, das ist der Herr. Oder dann, Jesus erschien im Obergemach den 10 Jüngern. Thomas war nicht dabei. Und berechtigterweise, ich glaube, ich hätte auch gezweifelt, wenn mir 10 auf einmal sagen, da gibt es einen, der ist vom Tode auferstanden. Und Jesus ist dem Thomas dann noch, als er auch dabei war bei den 11, dann erschienen. Und er durfte seine Hände in die Nägelmale legen und in die Seite. 40 Tage lang. Paulus schreibt sogar in 1. Korinther 15, Vers 6, dass er 500 auf einmal erschienen ist. Und als der erste Korintherbrief geschrieben wurde, da lebten noch einige. Und da konnte man fragen, ey, habt ihr euch das eingebildet? Habt ihr euch abgesprochen oder war das wirklich real, dass da Jesus Christus, der Auferstandene, euch begegnet ist? Nun, nachdem Jesus aufgefahren ist in diese unsichtbare Welt, ist er ja weiter Menschen erschienen. In diesen zurückliegenden 2000 Jahren. Ich will nur drei herausgreifen. Kaiser Konstantin, nach ihm Konstantinopel benannt, erschien in der Nacht zum 28. Oktober 312 ein gleißendes Kreuz. Und im Traum hörte er eine Stimme: In diesem Zeichen werdet ihr siegen. Und der Kaiser Konstantin siegte. Und diese Begegnung im Traum, diese Stimme, die er hörte und das Bild, was er sah, nämlich das Kreuz, das bewegte sein Leben, sodass er noch zu seinen Lebzeiten das Christentum als Staatsreligion einführte. Oder ich denke an meinen Freund Martin Luther. Seine Eltern wollten, dass er in Erfurt Jura studiert. Und damals war es noch so, was die Eltern wollten. Das mussten wohl die Kinder machen. Aber im Jahre 1505 war er auf dem Rückweg von daheim wieder nach Erfurt und ein plötzliches Gewitter tobte um ihn herum. Und es wird berichtet, dass Luther dort in diesem Gewitter Gott versprach, wenn ich das überlebe, gehe ich ins Kloster. Na, das war was für seinen Vater. Jetzt, Jura, da bringst doch was, da hast doch was. Und dann ins Kloster. Aber er ließ sich nicht mehr abhalten. Und dann, im Jahr 1512, hatte er das Turmerlebnis. Bis dahin dachte er immer, man muss sich einen gnädigen Gott erarbeiten. Aber als er den Römerbrief las, machte es auf einmal Klick und vor ihm stand, es ist Geschenk. Hätte man ihm auch vorher sagen können, aber nee, da hat er es gecheckt. Und deswegen merkt er, diese Begegnungen, die sind einfach für andere wahrscheinlich so, dass man sie bis ins Letzte gar nicht nachvollziehen kann. Ein Traum, ein Gewitter oder eben so ein Aha-Moment über dem Lesen von Gottes Wort. Aber das ist es. Eine dritte Person, Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, war ein stinkreicher Mann. Zur Zeit damals machte man Bildungsreisen. Und im Jahr 1719, im Mai, machte er eine Bildungsreise nach Düsseldorf. Weiß nicht, wart ihr da schon?
Weltstadt ist ja wohl nicht, aber damals sah er ein Gemälde von diesem italienischen Maler Domenico Fetti. Ein Gemälde von dem Gekreuzigten. Und darunter stand: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Gut, das können jetzt auch so Worte sein, die viele gelesen haben, aber ihn hat es getroffen. Eine tiefe Jesusliebe hat ihn auf einmal gepackt. Er hat sein Geld anders ausgegeben als für Bildungsreisen. Er hat sich eingesetzt für Jesus Christus. Einbildung? Begegnungen mit diesem Jesus, der hier 40 Tage nach seiner Auferstehung Menschen begegnet ist, aber immer wieder aus dieser unsichtbaren Welt Menschen anspricht. Ja, bis heute diese Begegnungen. Als Evangelist freue ich mich immer wieder und es ist mein Gebet, dass nicht nur Menschenworte im Grunde ich weitersage, sondern dass auf einmal Menschen merken, da redet Gott mit ihnen. Vor 3-4 Wochen hatten wir ja so einen großen Feiertag. Ich war auf einer Konferenz dort, Sächsische Vogtland. Wisst ihr, da bei Plauenhof, da die Ecke. Also war früher Grenzgebiet. Die NVA, die Nationale Volksarmee, hatte da irgendwie so einen Hügel, diesen Betzelberg, im Grunde als Abhörstation. Und seitdem die Grenze offen ist, feiern die da immer wieder Konferenz. Haben mich eingeladen und einen Tag vorher war ich da. Wir waren abends zur Gebetsgemeinschaft auf diesem Hügel schon. 3 Grad. 15 Leute. Und ich guckte mich um. Keine einzige Bank gestellt. Kein Kabel war verlegt. Keine Bühne aufgebaut. Und als ich fragte, wie viele erwartet ihr denn morgen, haben sie gesagt, na so circa 1000 Leute. Dann habe ich gesagt, ja wie sollen das alles klappen? Und dann haben sie gesagt, ach, das hat schon immer geklappt. Auf jeden Fall, wir haben dann Gebetsgemeinschaft gehabt und ich habe dann gebetet, Herr Jesus, lass das eine kommt. Oder vielleicht ein paar mehr. Aber es kommt nicht auf die vielen an, sondern sprich du die eine den anderen an. So ganz persönlich, schenkt eine Begegnung. Und nachdem wir dann gebetet haben, habe ich gefragt, darf ich auch ein Übergabegebet so einbauen, wo Menschen so ganz klar mal diesen Anfang mit Jesus Christus wirken können? Und da haben sie gesagt, nee, das ist eigentlich hier bei dieser Konferenz nicht üblich. Ich habe gesagt, aber es geht um den Himmel. Und da haben sie gesagt, na gut. Auf jeden Fall am nächsten Morgen, 8 Grad, total schöner Sonnenschein. Die Menschen strömten, die Bänke standen, über 1200 Menschen kamen. Eine Verstärkeranlage war auch da. Dixi-Klos fehlten, also da haben sie wirklich nicht weitergedacht. Würde bei uns hier, glaube ich, nicht genehmigt werden, aber es war einfach nur gut. Ich habe die Predigt gehalten, ich kam mir vor wie auf dem Berg der Bergpredigt. Es war ein heiliger Moment, als ich das Übergabegebet vorsprach. Und nachher kamen 50 Leute, über 50 Leute, und wollten dieses Gebet haben, was sie mitgesprochen haben, damit sie es daheim nochmal nachvollziehen können. Und eine, mit der ich im seelsorgerlichen Gespräch war, sagte, Herr Mauer, Sie haben nur zu mir gesprochen. Nein, da waren 1200. Ich habe zu den 1200 gesprochen. Aber Gott hat diese Begegnung gewirkt. Und als ich auf dem Weg hier Enztal hoch war und so begeistert war von der wunderbaren Natur, ich habe immer wieder gebetet, lass das heute Nachmittag das auch passiert. Dass Menschen diese Begegnung haben, die ihr Leben total verändert. Ob es nun eben das ist, dass man einen Traum hat oder dass man vor einem Gemälde irgendwo etwas entdeckt oder beim Bibellesen oder man wächst so rein in die Beziehung zu Jesus Christus, aber dass dieser Jesus Christus real ist und dein Herr sein möchte und aus dieser unsichtbaren Welt eingreifen kann, ja eingreifen will in dein Leben, das ist etwas Herrliches. Kommen wir zum zweiten Punkt. Nämlich, ups, da ist was falsch. Gibt es kein zweites? Guck mal. Ist kein zweites angekommen? Das ist das dritte. Guck mal, ob ein zweites ist.
Ach komm, Technik, dann mach aus. Es geht auch so. Die einzigartige Ausrüstung. Nämlich hier heißt, Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und für Kraft, du mach lieber aus da den PowerPoint, das stört nur. Für Kraft steht da im Griechischen Dynamis. Unser deutsches Wort ist drin, Dynamit, da platzt was. Da, aber nicht nur zerstörend, sondern wenn du einen Schweizer Tunnel fährst, dann merkst du, ohne Dynamit wäre dieser Tunnel nie möglich gewesen. Und deswegen, wie hart ist vielleicht auch dein Leben? Was brauchst du? Diese Kraft des Heiligen Geistes. Unsere charismatischen Freunde würden ja da unheimlich viel und oft drüber sprechen. Bei uns kommt das nicht ganz so oft vor, aber in Epheser 1, Vers 13 heißt es ja, wie wird man an Jesus Christus gläubig? Da steht, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Nun, wie wird man gläubig? Paul Gerhardt singt in einem seiner Lieder, Gott hat 10.000 Weisen, mit einem Menschen zu reden. Es gibt so viele Wege zu ihm, wie es eben auch Menschen mit ihrer Einzigartigkeit gibt. Und das Entscheidende ist, dass du und ich, dass wir uns nicht dagegen sperren, sondern mein Gebet ist, dass du und ich, dass wir es entdecken, dass da einer ist, der genau es passend zu dir, kompatibel zu dir machen möchte, dass du den siehst, der in der unsichtbaren Welt ist, aber der uns seinen Geist gegeben hat, damit wir eben seine Wirklichkeit immer wieder erfahren und die Kraft, die er uns da gibt. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu sein. Und deswegen auch heute Nachmittag die Frage so an dich. Bist du schon Jesus persönlich begegnet? War das schon so ein Aha-Moment? Wenn ja, wie sieht's aus mit dieser Wirklichkeit, die wir nicht sehen, aber die uns umgibt? Ist dir das noch präsent? Darfst du es noch erleben? Nun, unsere charismatischen Freunde sagen, wenn du das machst, dass du dich Jesus anvertraust, dann müssen so drei Gefühlswellen durch deinen Körper gehen. Heiliger Geist ist nicht eine Gefühlssache unbedingt, sondern ist ein sachlicher, juristischer Sachverhalt. Man gehört zu Gott und das ist das, was einen froh macht. Ich erwähnte das ja vorhin schon, die Zeit damals, als bei mir die Prostata mit Krebs versehen war, es war schrecklich. Es war sowas von schrecklich. Ich wollte doch, nachdem ich in Liebenzell war, dort an der Hochschule nochmal durchstarten als Evangelist. Und dann auf einmal lief sie im Krankenhaus und einmal mussten sie sogar nachts die Charité in Berlin anrufen, weil bei mir auch die Myasthenie, meine Autoimmunschwäche, es bewirkt hat, dass die um mein Leben kämpften. Die Krankenschwester hielt meinen Arm und sagte, Herr Mauer, bleiben Sie bei uns. Und ich dachte, hat die einen Rat ab. Ich kann doch gar nicht weg. Bis ich gemerkt habe, die merkte, dass das so auf den letzten Metern meines Lebens wohl war. Und da muss ich euch sagen, es war kein Gefühl. Es war Gewissheit. Dass ich gesagt habe, Gott, wenn es jetzt zu Ende geht, eigentlich schade, aber ist okay, es wird besser, es wird auf jeden Fall besser. Na klar kommen dann die Gedanken und ich habe gebetet, Herr, aber meine Frau braucht mich noch und unsere Kinder und ich würde die Enkel gern noch sehen, auch dass die Enkel noch heiraten und was weiß ich, was so ein Zeug. Aber das ist ja nicht mal das Entscheidende. Sondern wie ist denn das? Gibt Gottes Geist deinem Geist Zeugnis, dass du ein Gotteskind bist? Wenn du heute Nacht im Grunde gerufen würdest, nicht durch eine OP, aber was weiß ich durch was, wärst du bereit? Wäre diese Gewissheit da? Gottes Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gotteskinder sind. Und somit sind wir auch Miterben der ewigen Herrlichkeit. Und das ist das Einzigartige. Nicht, weil ich so spitze bin, weil ich alles hinkriege.
sondern weil er alles getan hat am Kreuz. Die Religionen sind alle einzigartig. Die Religionsstifter auch. Aber in allen Religionen geht es um drei Buchstaben. T-U-N. Du musst was tun. Bei dem Glauben an Jesus Christus geht es um fünf Buchstaben, nämlich G-E-T-A-N. Es ist alles getan. Und dort eben bei der Krebs-OP merkte ich auf einmal, nee, ich habe nichts vorzuweisen. Aber ich darf mich freuen an dem. Und Gottes Geist hat mir es klar gemacht. Ich bin ja als Gottes Kind auf dem letzten Weg und er begleitet mich. In Galater 5, Vers 22 steht vor allen Dingen was von diesem Dynamis. Nämlich die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Liebe ist das Erste. Und wisst ihr, das ist einzigartig und das überwältigt mich immer wieder, dass da ein Gott ist, der mich liebt. Und Liebe buchstabiert man ja Z-E-I-T. Also buchstabieren tut man L-I-E-B-E, aber Zeit. Gott hat Zeit für dich. Denn diese unsichtbare Wirklichkeit, da ist nicht mehr diese Zeit mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern wie der Hebräer das oft schon heute beim Schreiben im Grunde verwendet, schwimmt das alles ineinander über. Oh, was für eine Liebe, zu wissen, dass da ein Gott ist, der nicht Leistung braucht von dir und von mir, sondern sag Ja zu ihm. Das ist die Vorbereitung. Und dann wirst du dich nicht auf dein Ja verlassen können, sondern auf ihn verlassen können, nämlich, dass er es ernst nimmt. Und deswegen auch heute will ich dieses Übergabegebet vor an der Leinwand jetzt erklären, damit du es nachher dann im Grunde nachsprechen kannst. Bleiben wir aber noch beim Friede. Nämlich, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede. Vor 3 Wochen ist der Papa von meiner Frau gestorben, 91-jährig. Es ging dann sehr schnell die letzten beiden Tage. Er hatte einen Schlägle bekommen und war dann im Krankenhaus, kam dann in Reha und dann in die Kurzzeitpflege und die drei Geschwister mussten sich einig werden, wie soll es jetzt weitergehen. Er ist verstorben. Gott hat es geschenkt, dass die Geschwister sich nicht in die Haare bekommen haben. Aber ich weiß noch die Nacht, bevor dann die drei, meine Frau und ihre 2 Brüder, sich treffen wollten. Normal schlafe ich gut. Auch wenn ich ein Bett sehe, bin ich weg. Aber in der Nacht habe ich die ganze Zeit gedacht, wie wird es meiner Frau morgen gehen? Wie wird es ihr heute gehen? Denn ich blieb einige Stunden wach. Dann dachte ich an unsere Tochter, die eine, die Hebamme, die Dorothee. Sie hat das nicht hingekriegt mit Nähe und Distanz in ihrem Beruf als Hebamme. Sie hat es zu sehr an sich rangelassen, hat sich ausgegeben. Jetzt war sie 3 Monate auf der Hohen Mark. 3 kleine Kinder. Und meine Frau hat also den Haushalt vom Papa gehabt, als Pflegefall. Dann hat sie unseren Haushalt auch gemacht und dann auf einmal noch den Haushalt von der Dorothee mit den 3 kleinen Kindern. Und in der Nacht habe ich gedacht, Gott, wenn das so weitergeht, dann stirbt meine Ulrike noch vorm Papa. Ich war so verzagt, weil am Morgen kam für mich eben das Ergebnis, dass mein PSA-Wert, den es eigentlich gar nicht mehr geben darf, dieser Krebsmarker, dass der gestiegen ist. Und der Krebs sich also wieder gemeldet hat. Und vielleicht Hormonkur das nächste sein wird. Ich bin ja so dankbar, dass es alles Mögliche gibt bei uns medizinisch. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde? Was machst denn du in solchen Momenten? Ich habe gebetet. Und nicht wups, alles hat sich aufgelöst in Wohlgefallen.
aber mehr und mehr wurde ich ruhig. Hat dieser Shalom, dieser Friede mich ausgefüllt? Und deswegen, was ist es, was dich so bewegt im Blick auf die nächste Woche, im Blick auf die nächste Zeit? Ist die Frage der Kinder, kleine oder keine Kinder oder große Kinder oder alte Eltern, ist es Berufsfragen, Gesundheitsfragen oder was bewegt dich? Oh, ich mach dir Mut. Sprich doch dieses Übergabegebet mit. Und dem aufrichtigen Licht lässt es Gott gelingen, wenn du sagst, Herr, vergib mir meine Schuld. Und das, dass wir im Grunde voll Sorge unseren Tag gehen, ist nicht okay vor unserem Gott, der uns doch zuspricht, er ist bei uns alle Tage. Und doch kennt er uns als Mensch und will, weil er selber Mensch war, dir und mir seine Nähe zeigen und seine Kraft, nämlich seinen Heiligen Geist, auch in dir mächtig werden lassen. Oh ja, und deswegen, ich mach dir Mut, sprich doch dieses Übergabegebet nachher mit, wenn wir einfach miteinander formulieren, du großer Gott, ich danke dir für dein Wort. Der Dank ist das Erste. Du kennst mein Leben mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja, wir leben noch in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Heute ist schon schlimm, aber das Morgen muss dich doch nicht verrückt machen. Ihm gehört das Morgen. Mir ist klar, aber dass ich ohne dich verloren bin. Willst du mitsprechen, Herr, für Jesus Christus, vergib mir meine Schuld. Denn das trennt uns von Gott. Aber es muss nichts mehr Trennendes da sein. Sei du der Herr meines Lebens. Und dann eben diese Bitte. Sprich's doch so aus. Viele wachsen in Glauben rein. Viele sitzen hier im Saal, die meine Bekehrung erlebt haben. Es kommt eigentlich auf die Methode nicht an, aber diese Bitte erfüllt er gerne. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Und dann eben noch zum Schluss. Herr, segne mich und lass mich zu deiner Ehre ein Segen sein. Ein erfülltes Leben zu haben. In dem Wissen, dass die Ewigkeit Jesus für mich bereitet hat. Dann nämlich kannst du hier ganz anders leben. Unter Gottes Segen ein erfülltes Leben haben. Kommen wir noch zum Letzten. Nämlich die Einzigartigkeit Jesu zeigt sich in der einzigartigen Hoffnung. Papa durfte sterben, nachdem er 2 Tage dann die Tabletten ganz bewusst absetzen ließ und keine Flüssigkeit mehr wollte. Keine Infusion, nichts. Gott hat es ihm geschenkt. Aber ich weiß noch, bei der Beerdigung wurde wieder der Text gesagt, lasst uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und wie ist es bei dir? Bist du klug? Bist du einer, der eben auf Jesus schaut und sagt, ja, ich will es mutig packen, die Zukunft. Und wenn es dann mal zu Ende geht, ich habe einen, der mich begleitet. Wir werden einmal den sehen, an den wir geglaubt haben. Und ich muss euch sagen, ich freue mich total drauf. Hier das Leben zu genießen, ist schon toll. Aber dann dabei sein zu dürfen und nicht, weil ich so wunderbar bin, so fehlerlos, sondern gerade das Gegenteil, weil er meine Fehler zudeckt mit seiner Vergebung. Aber sterben, oh, das war auch bei Opa nicht einfach, wenn du im Grunde so vertrocknest. Oh, meine Frau wäre fast noch umgekippt in der Entscheidung, aber er hatte in seiner Patientenverfügung geschrieben, er will keine lebensverlängernden Maßnahmen. Mir wäre lieber Entrückung. Nämlich in der Bibel, Jesu erstes Wiederkommen ist in den Wolken. Und da steht im 1. Thessalonicher 4, 16 bis 18, müsst ihr im Hauskreis nochmal durchsprechen in der nächsten Zeit, dass eben er erscheinen wird in den Wolken und die, die eben den Heiligen Geist als Unterpfand haben, die werden ihm entgegengerückt. In die unsichtbare Welt aufgenommen, die uns umgibt. Mathe, Physik, Chemie waren ja meine Fächer. Aber wir hatten mal so eine Physiklehrerin, da klappte kein Versuch. Wahrscheinlich hat sie ihn vor dem Unterricht ausprobiert, aber wenn wir dann dabei waren, ging meistens in die Hose. Und sie sagte, guckt in Dorn Physik nach in unserem Physikbuch, wie die Reaktion sein sollte. Aber ein Versuch hat bei ihr sogar geklappt.
Nämlich, wie kriegt man Eisenfeilspäne aus Sand raus? Also wenn du so Eisen vermischelst so in Sand. Klar, dann nimmt man einen Magneten, hält den drüber und wups, 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 springen die Metallteile dem Magnet entgegen. Ein tolles Bild für die Entrückung. Oh, also wie gesagt, sterben, ich habe Bange davor, aber da trägt mich Jesus durch. Mir wäre lieber, dass er erscheint und wups, ohne entkleidet zu werden, also ohne diesen Sterbekampf durchmachen zu müssen. Ha, das wär's doch, oder? Und Paulus vor allen Dingen hat das zu seinen Lebzeiten schon erwartet. Tja, ich bin schneller dran, oder? Ich bin näher dran. Ich freue mich drauf. Du auch? Denn dann kommt ja auch sein zweites Wiederkommen, nämlich in Macht und Herrlichkeit. Jesus Christus wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Die zwei Männer, die da aus der unsichtbaren Welt auf einmal dort waren und sagten, was schaut er noch zum Himmel? Diese zwei Männer haben den Weg gewiesen, nämlich, dass Jesus mal so wiederkommen wird auf den Ölberg. Zu richten aber, und wie gut, dass wir nicht mehr gerichtet werden müssen, wenn wir uns ihm anvertraut haben. Und deswegen lasst uns doch dieses Übergabegebet miteinander sprechen. Und, ach, ich lade einfach ein, jetzt sind wir so lange gesessen, stehen wir doch auf und sprechen miteinander, wenn wir es mitsprechen wollen, das erste Mal oder zum wiederholten Mal, dieses Ich will mein Leben ihm anvertrauen. Du großer Gott, ich danke dir für dein Wort. Du kennst mein Leben mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mir ist klar, dass ich ohne dich verloren bin. Herr Jesus Christus, vergib mir meine Schuld. Sei du der Herr meines Lebens. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Herr, segne mich und lass mich zu deiner Ehre ein Segen sein. Amen. Ich lade uns ein, dass wir wieder Platz nehmen. Und wenn da noch irgendwo Fragen sind, auf Slido. Oder nachher einfach auf jemand hier von der Gemeinde zukommen oder auch auf mich. Wir wollen miteinander eben uns Mut machen, bis zu diesem letzten Weg, den wir aus diesem Leben haben, dass wir nicht mehr alleine gehen müssen.